Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu CSS. So, was wir heute machen wollen, ist, wir wollen ein paar Elemente, beziehungsweise eigentlich nur dieses eine Element hier, mit dem wollen wir ganz viel Unfug machen, und zwar wir wollen es transformieren. Transformationen sind ziemlich abenteuerlich, und ich zeige es euch einfach mal. Wir können hier nämlich mit den Transformationen ganz, ganz viel machen, indem wir einfach schreiben transform Doppelpunkt. So, und jetzt haben wir hier wieder, wie bei den Bildern letztes Mal auch, beim Filtern, haben wir hier sehr, sehr viele verschiedene Funktionen, die wir aufrufen können. Zum Beispiel Translate. Oder fangen wir mit was anderem an, wir sagen Scale. Scale bedeutet, wir wollen skalieren, sprich wir wollen es verschieden groß machen. Also sagen wir einfach mal in X- und Y-Richtung. In X-Richtung zweifach und in Y-Richtung 1,5-fach. Und was das jetzt macht, ist, es macht einfach alles doppelt so breit, also Achtung, ihr seht, wie das hier gerade ist, es macht alles doppelt so breit und 1,5 mal so hoch. Dabei nimmt es absolut keine Rücksicht auf irgendwelche Ränder oder sowas, das heißt, es kann gut mal was fehlen, wie jetzt hier zum Beispiel auch, also mein Browser geht nicht irgendwie links noch weiter, sondern es fehlt tatsächlich einfach. Warum sollte ich das jemals machen wollen? Zum Beispiel, wenn ich über irgendwelche Sachen drüber hover oder sowas, dann werden die öfters mal größer und haben absolut keinerlei Interesse, was neben ihnen ist, weil jetzt stehen die gerade im Vordergrund. Zum Beispiel fahre ich über ein Bild drüber und dann wird dieses Bild halt gerade mal 1,5-fach so groß in alle Richtungen. Sieht dann cool aus und ja, verdeckt halt die Bilder an der Seite, aber wen kümmert's? Er hovert ja gerade eh das andere Bild. Gut, aber wie gesagt, vorsichtig, wenn ihr das macht, es kann sein, dass was abgeschnitten wird. Und ja, wenn wir hier irgendwelche Transformationen machen, Achtung, ich arbeite mit Chrome hier gerade, unter Internet Explorer und unter Safari funktioniert es nicht. Da brauchen wir noch ein paar andere Transformationen, ich lasse es aber trotzdem mal hier mal weg. Und zwar müssen wir da einfach für Internet Explorer -ms-transform hinschreiben und für Safari müssen wir WebKit hinschreiben, damit es alles richtig dargestellt wird. Ansonsten funktioniert es einfach nicht. Das heißt, ihr braucht am Ende drei Transformationen hier stehen. Aber hier hinten, das könnt ihr einfach kopieren. Vorne nur muss was anderes stehen. Und dann funktioniert das alles. Also am Ende drei Transformationen da haben, sonst sieht es nicht in jedem Browser gleich aus. Okay, also Transform Scale. Dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu verschieben. Also Translate. Und hier müssen wir angeben, um wie viel Pixel in X-Richtung und um wie viel Pixel in Y-Richtung. Ich mache hier gerade mal 0 Pixel rein. So ist der Standard, so sieht es dann auch wieder normal aus, damit wir einen Vergleich haben. So, und jetzt verschieben wir das Ganze um 100 Pixel in X-Richtung, also nach rechts. Und um 200 Pixel in Y-Richtung, also nach unten. So, das heißt, wir verschieben einiges nach unten und ein bisschen was nach rechts. Achtung, es wird alles mit verschoben, also Schatten, Border, alles wird mit verschoben, weil wir hier mit dem Div arbeiten, sprich die Schatten gehören ja auch zu dem Div dazu. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr irgendwas außerhalb des Divs schiebt, dann sieht es danach ein bisschen komisch aus. Also am besten mit Divs arbeiten und dann ist alles gut. Super, was wir auch machen können, ist, wir können das Ganze rotieren. Ich mache deswegen den Translate mal wieder weg, damit ihr das richtig schön sehen könnt. So, und rotieren tun wir im Prinzip genau gleich. Rotate. Nur, dass wir jetzt hier einen Winkel eingeben müssen. Zum Beispiel, 42 Grad. Deck kürzt Grad ab. Ihr wisst vielleicht, 0 Grad wäre die normale Ausrichtung. 90 Grad wäre in rechten Winkel gekippt. Und 42 Grad ist so ein bisschen schief. Hier wird auch abgeschnitten, aber wir können auch ganz normal wieder hier unseren Text markieren. Also davon geht uns nichts verloren. Das ist immer noch alles da. Also auch Links sind anklickbar oder sowas. Da bleibt alles erhalten. Es kann nur sein, dass was rausgeschoben oder rausgedreht wird. 90 Grad wäre dann gewesen, wenn ihr den Kopf einmal nach rechts drehen müsst, um es lesen zu können. 180 Grad wäre auf dem Kopf gewesen. Und so weiter und so fort. Bei 360 Grad sind wir wieder ganz normal. Also 360 Grad Drehung ist wieder Ausgangslage und danach geht es wieder von vorne los. Ihr könnt sogar negative Gradzahlen hier angeben, dann dreht es halt in die andere Richtung. Okay, skalieren haben wir schon gehabt. Jetzt können wir noch ein bisschen was anderes machen, und zwar scheren. Scheren ist ganz komisch. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr schon mal Bildbearbeitung gemacht habt. Scheren sieht sehr seltsam aus. Hier brauchen wir auch wieder zwei Gradanzahlen, nämlich die X-Achse und die Y-Achse, und die Gradanzahl, in der es jeweils geschert werden soll. Ich mache hier gerade mal 90 Grad Scherung und 45 Grad Scherung, damit wir auch einen Unterschied sehen.
So, und das sieht jetzt dann, upsala, das war ein bisschen viel. Vielleicht sollte ich da mit ein bisschen sparsamer umgehen. 10 Grad und 20 Grad Scherung vielleicht. So, ja, ist schon hart genug. Mit 90 Grad kann man natürlich nichts mehr lesen, weil 90 Grad, dann wäre es genau auf einer Ebene hier. Ja, es sieht komisch aus, aber es sieht dreidimensional aus und das ist das, was man irgendwie teilweise erreichen möchte und dazu kann man Scheren benutzen. Wenn man so in eine Richtung scheren möchte, kann man hier einfach 0 Grad angeben. Es gibt sogar eigene Methoden, die hier SKU-X heißen, die scheren dann halt nur in X-Richtung und SKU-Y nur in Y-Richtung. Aber man kann auch einfach das hier als eine Methode benutzen, SKU, und dann hier 0 Deck reinschreiben. Das funktioniert genauso, dann wird es halt einfach nicht geschert. So, ja, gut. Wenn ihr alles noch, oder wenn ihr ganz hardcore gesotten seid, dann könnt ihr das Ganze auch in einer Matrix machen. Wie das funktioniert, da braucht man ein halbes Studium dazu. Ich habe es immer noch nicht ganz gerafft, obwohl ich die Vorlesung gehört habe. Also, ja, Matrix und hier ein paar Werte eintragen in der Form oder sowas, keine Ahnung. Das würde ich euch nicht empfehlen. Ich würde euch vielleicht die anderen Transformationen empfehlen und da würde ich es beilassen. Alles klar. Dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Nächstes Mal gibt es die dreidimensionalen Transformationen und ja, da gibt es noch vieles, was wir machen können. Bis dorthin. Ciao, ciao.